Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher als der Festnetztarif. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Astro TV. Mein Name ist Sabine Krause und ich begleite Sie jetzt in der Stunde von 21 bis 22 Uhr. Erreichen können Sie mich unter der Telefonnummer 0137 99 11 880. Ja, ich bin ausgebildete Huna-Schamanin, Motivationstrainerin. Ich bin psychologisch geschult und arbeite schon sehr lange im spirituellen Bereich und berate Sie gerne lösungsorientiert und ganzheitlich. Ja, ich habe auch mein schamanisches Buch heute wieder mitgebracht. Das bedeutet, wenn Sie gerne den Geldfluss aktiviert haben möchten, dann trage ich Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum sehr gerne in mein schamanisches Buch ein und übertrage sie dann zu Hause in meine Blume des Lebens. Das heißt, am Sonntag bin ich wieder zu Hause und dann kommen Ihre Daten für die nächsten 4 Wochen in die Blume des Lebens und arbeite dann 4 Wochen an Ihrer Energieblockade. So, ja, und was Sie jetzt von mir bekommen, ist natürlich die 4-Wochen-Legung plus Glückstag. Der ist natürlich auch sehr gefragt bei mir zu Hause. Da lege ich jede einzelne Woche aus und da bekommen Sie natürlich auch den Glückstag dazu. Ja? Können Sie gerne mal unter Sabine Krause nachlesen, was die Kunden so erzählen über die 4-Wochen-Legung. Also da ist wirklich jeder begeistert, weil doch wirklich Woche für Woche das eben auch so eintrifft, was ich sage. Und dann gibt es noch eine Frage. Wenn Sie eine Frage auf dem Herzen haben, dürfen Sie mich natürlich alles fragen, außer zum Thema Gesundheit. Dann gibt es das Highlight. Highlight betrifft die nächsten 6 Monate. Und dann gibt es noch die Liebesbotschaft, wenn es ganz speziell um die Liebe geht. So, jetzt bin ich gespannt, liebe Zuschauer. Jetzt geht's los. Ich hoffe, gleich einen Anruf nach dem anderen. Da würde ich mich freuen, ganz viele Fragen zu beantworten. Habe auch natürlich meine Orakelkarten mitgebracht und die ziehe ich aber immer nur, wenn ich das Gefühl habe, jemand benötigt dort draußen eine Orakelkarte. So, jetzt bin ich gespannt. Meine Lenormand-Karten habe ich mitgebracht und freue mich jetzt dann gleich auf meine erste Beratung. Ja, wunderbar. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Hier ist Elisabeth. Hallo Elisabeth, was kann ich tun für dich? Ich hätte gerne den Geldflussaktivierung. Mhm. Gerne. Elisabeth, ja. Und dein Familienname, da reicht mir aber der Anfangsbuchstabe. Elisabeth. Ja, dein Familienname bitte. Neise, ne? Mhm. Geboren am 17.05.1936. Mhm. Geld. Fluss aktivieren. Okay. Ich trage dich dann zu Hause am Sonntag in die Blume des Lebens ein. Du musst bitte nichts tun. Wenn du gerne mal eine Kerze anzünden möchtest, dann kannst du das natürlich gerne machen. Ja? Ansonsten einfach entspannt bleiben für die nächsten 4 Wochen. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, liebe Zuschauer. Geldfluss aktivieren oder wenn Sie eine Frage haben, beantworte ich sie sehr, sehr gerne. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Ja, hallo Sabine, hier spricht die Lydia. Hallo Lydia, was kann ich tun für dich? Könntest du für mich den Geldfluss aktivieren? Ja, sehr gerne. Dankeschön. Also Lydia, ne? Ja, mit LY, ja. Mhm, dachte ich mir. Und dein Familienname, der Anfangsbuchstabe bitte? Mit K, aber klein, wie klein. Okay, alles klar. Dein Geburtsdatum? Ja. Und Geburtstag am 18.11.1957. Hattest du ja erst Geburtstag. Na, du hast jetzt deinen Geburtstag, so meine ich. Ich habe jetzt hier den Monat, den nächsten Monat, ja. Fluss aktivieren. Okay. Du kommst natürlich auch am Sonntag gleich in die Blume des Lebens, ja. Und da arbeite ich dann für die nächsten 4 Wochen dran. Okay. Das ist ganz lieb von dir. Danke. Super, alles Gute. Alles Gute dir. Tschüss. Danke, danke. Tschüss. So, liebe Zuschauer, und weiter geht's mit dem Geldfluss aktivieren, mit der 4-Wochen-Legung plus Glückstag und natürlich Frage, dürfen Sie mich alles, ja, das Highlight und natürlich die Liebesbotschaft. Und ich freue mich jetzt dann natürlich gleich auf meinen nächsten Anrufer und bin natürlich schon ganz gespannt,
was dieser Anrufer auf dem Herzen hat. So, wie Sie mich erreichen, sehen Sie ja hier unten auch eingeblendet. Und Geldfluss aktivieren, da fragen Sie sich jetzt bestimmt, wie das funktioniert. Ja, ich lege Sie dann zu Hause in meine Blume des Lebens und arbeite mit dem Gebet, mit dem Ho'oponopono an Ihrer Energieblockade. Also Sie müssen nichts tun, weil sonst kommen Sie mir entgegen und ich möchte ja die Blockade lösen. Ja? Also einfach entspannt bleiben, die Dinge auf sich zukommen lassen und einfach mal aufpassen oder mal beobachten, was die nächsten 4 Wochen so passiert. Ja, jetzt. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Ja, guten Abend, hier ist Erika. Hallo Erika, was kann ich tun? Ich hätte gern den Geldfluss aktiviert. Mhm, gerne. So, Erika, ne? Und dein Familienname, da reicht mir der Anfangsbuchstabe. K. Auch K? Mhm. Dein Geburtsdatum? 28.06.57. Mhm. Geldfluss, Moment. Okay, und auch du kommst am Sonntag in die Blume des Lebens. Ja? Das heißt, für die nächsten 4 Wochen arbeite ich dann an deiner Energieblockade. Danke. Okay, super. Alles Gute. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. So, liebe Zuschauer, bis 22 Uhr bin ich jetzt für Sie da und freue mich natürlich jetzt gleich wieder auf die nächste Beratung. Ansonsten... Ja, können Sie mich natürlich auch auf einen anderen Weg erreichen. Sie sehen hier eine Tafel eingeblendet. Da bekommen Sie auch 24 Stunden am Tag bekommen Sie Beratungen mit verschiedenen Themenbereichen, zum Beispiel Astrologie, Numerologie, Kartenlegen mit verschiedenen Kartendecks, zum Beispiel Traumdeutung. Ja, also die Auswahl ist riesengroß und natürlich auch 100% anonym. Auch mich erreichen Sie über Questico. Mein Name ist Sabine Krause. Ja, und ich bin auch von 8 bis 23 Uhr mit Pausen erreichbar. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Ja, hallo, hier ist Rani. Hallo Rani, was kann ich tun? Die Liebesbotschaft hätte ich gerne. Sehr gerne. Bist du alleinstehend, oder? Ja. Mhm. Oh, ich muss dir aber sagen, nicht mehr lange bist du alleinstehend, ja? Also hier ist eine alte Geschichte abgeschlossen, ja? Da liegt also ja. die Vergangenheit mit drin. Das ist aber definitiv, du schaust davon weg, ne? Und ich habe einen Neubeginn. Das heißt also, in der Winterzeit zum Frühjahr rein wirst du diesen Mann kennenlernen, ja? Mhm. Und da habe ich dann eine langfristige Beziehung angezeigt, ja? Sehr schön. Er ist auch getrennt, also er wendet sich auch einer Partnerin ab, ne? Und die Begegnung ist auch schicksalhaft, weil das Schicksalskreuz auch mit dabei liegt, ne? Sehr schön. Also, wie gesagt, freu dich drauf innerhalb der nächsten 6 Monate. Super. Mhm. Alles Gute. Mhm. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. So, einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht die Sabine. Hallo Sabine, hier ist die Monika. Hallo Monika. Was kann ich Hallo, tun für dich? Grüß dich. Ich hätte gern die 4-Wochen-Legung mit dem Glückstag. Aber sehr gerne. So, in der ersten Woche habe ich bei dir Gespräche, Klärungen mit einer männlichen Person. Ja, das heißt also, da gibt es irgendwas zu klären. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was es ist, aber es sind klärende Gespräche. Ja, in der zweiten Woche, bist du denn aktuell in einer Partnerschaft? Nein. Nicht, ja? Weil ich habe nämlich hier in der zweiten Woche eine Begegnung drin, ne? Mit einer männlichen Person. Also da würde ich mal die Augen aufhalten. Also generell das ist aber kein Ex, oder? Nein. Der Ex ist eher so das Klärende, denke ich mal. Ja. Ja? Mhm. Genau. Und das andere, da lass dich mal überraschen. Also im November habe ich es drin. Ja? Und in der dritten Woche habe ich bei dir das Herz, das Glück, ja, das Klee, die Öffentlichkeit. Also es kann sein, dass ihr beide euch nochmal begegnet. Ja? Also da liegst du also voller Liebe, voller Freude. Also wahrscheinlich gefällt dir der Mensch ganz gut. Ja? Und in der vierten Woche habe ich bei dir Nachrichten, die dich ein bisschen stressen. Also da hast du das Gefühl, puh, also die Nachricht, die passt mir jetzt nicht so, das muss ich klären. Ja? Also es liegen sehr viele klärende Dinge drin und dein persönlicher Glückstag ist der 16. November. Ja. Super. Alles Gute dir. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. So,
liebe Zuschauer, am besten Sie notieren sich die 4-Wochen-Legung mit. Dann kann man sich das natürlich auch viel, viel besser merken. Ja? Und natürlich auch den Glückstag, den können Sie ja individuell einsetzen. Ja? Zum Beispiel, wenn Sie einen wichtigen Termin haben oder vielleicht auch der Friseurtermin, damit die Frisur richtig sitzt. Ja? Oder vielleicht auch ein Glückslos zu ziehen, ja? Oder mal einen Abend wegzugehen, einen schönen Abend zu machen oder einfach mal passieren lassen, was der Glückstag so bringt. Das geht natürlich auch. Wir haben natürlich noch wichtige Informationen für Sie und die entnehmen Sie bitte hier unten im Laufband. So, meine Lieben, und weiter geht's. Geldfluss aktivieren, da hatten wir jetzt auch schon ein paar Anrufer, die gerne in meine Blume des Lebens möchten. Platz habe ich natürlich noch, ja, für die Blume des Lebens habe ich zu Hause auch zwei. Einmal für die emotionalen Dinge, also die ist ganz groß, aus Holz, muss man sich vorstellen, doppelt. Und da lege ich sie dann mit Ihren Daten rein, ja, und eine für Beruf und Finanzen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Das hat ja bis jetzt wunderbar funktioniert. Wie gesagt, bis 22 Uhr bin ich für Sie da und freue mich jetzt natürlich gleich auf meinen nächsten Anrufer. Ja, und wie gesagt, das Angebot ist groß. Highlight, Liebesbotschaft, ne? Oder wenn Sie einfach nur eine Frage haben, die 4-Wochen-Legung plus Glückstag und natürlich den Geldfluss aktivieren. So, jetzt freue ich mich gleich auf meinen nächsten Anrufer. Und wie Sie mich erreichen, sehen Sie ja hier unten eingeblendet. Ja, es hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Und wenn Sie sich da jetzt nicht viel vorstellen können und der Geldfluss aktivieren, das funktioniert folgendermaßen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten haben, so Ihre Verbindlichkeiten zu bedienen, dann ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man sich vielleicht in die Blume des Lebens eintragen lässt, weil ich dann versuche eben auch die Blockade im Geldfluss zu aktivieren. Ja, also beziehungsweise damit der Geldfluss wieder funktioniert. Oder wenn Sie sagen, das Geld reicht einfach nicht bis Monatsende, ich habe immer wieder Schwierigkeiten im finanziellen Bereich, ich möchte mir gerne auch mal was anschaffen oder ich habe hier einen großen Wunsch, den ich mir gerne erfüllen möchte, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, also es sind keine Grenzen gesetzt. Ich kann natürlich keine Gewinnversprechen machen oder einen Lottogewinn eintragen, das geht natürlich nicht. Ja? Aber ich kann Ihnen vielleicht das Leben im finanziellen Bereich etwas leichter machen. Und genauso geht es auch mit dem emotionalen Bereich. Ja, wenn Sie zum Beispiel Schwierigkeiten haben im partnerschaftlichen Bereich oder im beruflichen Bereich natürlich, oder vielleicht möchten Sie jemandem etwas Gutes tun, den können wir auch gerne in mein schamanisches Buch für die Energiearbeit eintragen. Ist auch kein Problem. Also es geht halt immer nur eine Person, die ich eintragen kann. Aber ja, wie gesagt, ich brauche nur Name und Geburtsdatum. Und die 4-Wochen-Legung ist ja ganz einfach, da lege ich jede einzelne Woche aus. Und ist auch ganz spannend, lesen Sie ruhig mal nach im Internet unter meinem Namen Sabine Krause und schauen Sie sich mal die Bewertungen bei Questico an. Und da können Sie einiges rauslesen, auch ganz speziell, was die 4-Wochen-Legung betrifft. Jetzt ist Ende des Monats, das heißt, wir beginnen ab dem 1. November. Viele holen Sie... Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Ja, hallo, da ist die Marianne. Hallo Marianne, was kann ich tun für dich? Ich hätte gerne eine Liebesbotschaft. Mhm, sehr gerne. Geht es um einen bestimmten Mann? Nein, eigentlich nicht. Mhm. So, dann schauen wir mal, ob was Neues kommt, ja? Ups, ja, aber leider erst im Frühjahr. Na, also noch ein bisschen Geduld haben. Das kann sein, dass du durch die Winterzeit einfach noch mit dir alleine beschäftigt bist. Ja? Und halt mit Freunden, Bekannten habe ich dich drin liegen, ja, Familie. Aber ich habe im Kartenbild einen Mann, wie gesagt, im Frühjahr. Ich habe hier eine sehr emotionale Verbindung. Ich habe das Schicksalskreuz angezeigt. Ja? Ich habe die Gefühle. Ich habe auch, dass er ein Stückchen weiter weg wohnt, nicht ganz im Umfeld. Er hat sich getrennt. Ja? Und er wünscht sich eine ehrliche und aufrichtige Partnerschaft. Also du wirst nicht alleine bleiben. Super. Alles Danke Gute dir. Wünsche ich dir. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Upsa. So, liebe Zuschauer, wer wird mein nächster Anrufer sein für die 4-Wochen-Legung plus Glückstag oder den Geldfluss, Frage, Highlight oder eben auch die Liebesbotschaft? Ja, und für alle, die mich noch nicht kennen,
bin zwar schon... Ja, erstmal ein paar Infos, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Jetzt bin ich gespannt. Den Geldfluss aktivieren, liebe Zuschauer, die Vier-Wochen-Legung plus Glückstag, Frage, Highlight oder Liebesbotschaft. Ja, und ich finde immer die Vier-Wochen-Legung ganz spannend. Also die wird sehr viel bei mir eben auch gefragt, die Liebesbotschaft. Ja. Und die Vier-Wochen-Legung. Das bedeutet, dass ich jede einzelne Woche auslege und dann versuche, relativ viel rauszuholen, was sie in jeweiliger Woche eben auch erleben, wovor ich sie warnen kann. Ja. Und da gibt es oftmals ganz spannende Sachen, wie zum Beispiel, habe ich schon ab und zu gesehen, Knöllchen oder Strafzettel oder irgendwelche Dinge im häuslichen Bereich, die passieren, ja, oder am Fahrzeug. Also es ist immer ganz spannend, wenn man die Menschen auch ein bisschen davor warnen kann, damit das Ding, die Sache eben nicht so schlimm wird, wie sie normalerweise ausfallen würde. Deshalb finde ich das immer ganz spannend, wenn man weiß, okay, auf was muss ich mich denn in jeweiliger Woche eben einrichten. Und wie gesagt, den Glückstag, den können Sie ja individuell einsetzen. Ne? Und dann dürfen Sie mir auch natürlich auch noch Fragen stellen. Jede Frage. Also kann ja auch sein, dass Sie in der letzten Zeit sehr, sehr schlecht schlafen, ja, weil Sie ein bestimmtes Thema auf dem Herzen haben, womit Sie nicht klarkommen und sich immer wieder damit beschäftigen und vielleicht auch mit niemandem sprechen möchten. Dann möchte ich Ihnen damit auch sehr, sehr gerne helfen. Gibt es bestimmt eine Lösung? Ich denke, ich sage immer, zu jedem Problem gibt es auch eine Lösung. Und da ich ja ganzheitlich und lösungsorientiert arbeite, zu Hause habe ich natürlich etwas mehr Zeit, ja, Sie zu beraten. Hier muss ich mich natürlich auch an Zeiten halten. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Highlight ist ja auch ganz spannend. Da lege ich dann die 6 Monate aus und sage Ihnen, was als Highlight auf Sie zukommt. Und dann noch eben die Liebesbotschaft. Liebesbotschaft geht ganz speziell um die Liebe. So, jetzt bin ich gespannt. Wir sind jetzt immer noch in der schnellen Beratung. Hat ja bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht schaue ich mal, was der nächste Anrufer, große Träume, also mein nächster Anrufer kann sich zumindest mal auf große Träume einstellen. Super, da kommt er ja schon. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Ja, hallo Sabine, hier ist die Luzi. Hallo Luzi. Ich hätte gerne die 4-Wochen-Legung mit Glückstag. Ja, alles klar. Ich habe für dich übrigens gerade, als es geklingelt hat, die Karte gezogen, dass ein Traum in Erfüllung geht. Ne? Möchte ich dir nur sagen, möchte ich dir nur teilen. Ja, danke. Super. Also pass auf, in der ersten Woche hast du irgendwas Amtliches zu tun. Ja? Also vielleicht kommt ein Brief oder eine Nachricht, da liegt die Behörde. Kann aber auch sein, dass du irgendwie einen Termin machst. Ja? Das kann auch ein Arzttermin, Banktermin oder sowas in der Art sein. Ne? Und ich habe auch hier Reise-Kurztrip-Aktivitäten. Also du denkst vielleicht auch mal drüber nach, ich könnte ja mal wegfahren oder was unternehmen. Ja? Dann in der zweiten Woche habe ich den Blumenstrauß liegen im emotionalen Bereich. Also da kommt etwas Überraschendes, Emotionales auf dich zu und die Finanzen liegen sehr positiv. Ja. In der dritten Woche kommt plötzlich eine Nachricht, die dich so ein bisschen vielleicht nervt oder aufregt, ja, wo du ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen angeschlagen bist, ja, wo du sagst, das muss ich irgendwie für mich klären. Und in der vierten Woche habe ich hier Blockaden liegen. Das heißt, da bist du so ein bisschen blockiert, vielleicht mit der Energie auch ein bisschen durch, also einfach ein bisschen mehr ausruhen und dir mehr Zeit gönnen, ja. Und dein persönlicher Glückstag ist der 1. November, der ist ja bald. Ja, okay. Ich bedanke mich super. Euch herzlich, Sabine. Alles Gute, ja, danke schön. Ja, auch vielen Dank. Danke, tschüss. So, liebe Zuschauer, die 4-Wochen-Legung, wunderbar. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Sabine, hier spricht nochmal die Monika. Ich habe es geschafft. Ja, super. Das freut mich. Was kann ich tun für dich? Jetzt hätte ich gerne eine Liebesbotschaft. Ja, sehr gerne. Geht es um einen bestimmten Mann? Nein, um einen neuen, bitte. Neun, okay, sehr gerne. Das hätte ich nicht mehr gewollt. Gut, dann schauen wir uns das mal an.
Ui, du hast aber auch so ein bisschen, also eine richtige Belastung hinter dir, was die Beziehung angeht. Oh weh, oh weh. Ja, da liegt der Sarg am Ring. Also da hast du schon ganz schön was mitgemacht, ja, mit dieser Beziehung. Aber das Ganze ist in der Vergangenheit. Das ist schon mal sehr schön. Was die Zukunft bringt, ja, das ist, also was Beziehung angeht, ein Neubeginn, eine positive Veränderung, ja. Die Gefühle habe ich angezeigt. Ich habe den Blumenstrauß für die Freude. Und diesen Mann lernst du kennen öffentlich, also wenn du unterwegs bist, auf Reisen oder aktiv bist. Also du lernst ihn draußen auf jeden Fall kennen. Also nicht über Zeitung oder Internet, ja, sondern du lernst ihn draußen kennen. Und das wird auch eine langfristige Beziehung werden. Super. Freut mich. Ich wünsche dir auch innerhalb der nächsten 6 Monate. 6 Monate. Ja, okay. Genau. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, liebe Zuschauer, wir haben natürlich noch wichtige Informationen für Sie. Und die entnehmen Sie bitte hier unten im Laufband. So, wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Guten Abend, Sabine, hier ist die Doris. Ich hätte bitte den Geldfluss. Aber sehr gerne, danke. So, und dann bräuchte ich bitte deinen Familienname. Also mir reicht der Anfangsbuchstabe. W. W. Und dein Geburtsdatum? Der 3.5.69. Geldfluss. Okay, dann trage ich dich auch am Sonntag in meine Blume des Lebens ein. Ja? Ich arbeite dann für die nächsten 4 Wochen an deiner Energieblockade. Einfach mal beobachten, was passiert. Du musst nichts tun. Klar kannst du meine Kerze anzünden, ja, weil ich immer gefragt werde, was kann ich tun? Es ist wichtig, dass du nichts tust, damit die Energie dann auch fließen kann. Okay? Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja, auch danke. Tschüss. So, liebe Zuschauer. Ja, wunderbar mit dem Geldfluss aktivieren, da freue ich mich natürlich. Ich habe auch Dauergäste in meiner Blume des Lebens, das heißt, die sind schon mindestens 1-2 Jahre drin. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Hallo, hier ist die Gisela. Hallo Gisela, was kann ich tun? Ich möchte hier den Geldfluss aktivieren. Mhm, sehr gerne. Gisela, deinen Familienname, also den Anfangsbuchstaben bitte. Genau. Dein Geburtsdatum? 20.11.1975. Okay, ich trage dich auch am Sonntag in meine Blume des Lebens ein und arbeite dann für die nächsten 4 Wochen an deiner Energieblockade. Okay? Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Danke, tschüss. Ja, liebe Zuschauer, das sind auf jeden Fall noch Plätze frei in meiner Blume des Lebens. Wie gesagt, am Sonntag, morgen bin ich nochmal bei Astro TV zu sehen und am Sonntag wieder zu Hause. Da können Sie mich natürlich auch zu Hause wieder erreichen, ganz normal von 8 bis 23 Uhr, natürlich mit Pausen, weil ich noch als Ernährungsberaterin nebenzu auch arbeite. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Hallo Sabine, hier ist Emily. Hallo Emily, was kann ich tun? Ich hätte gerne die 4-Wochen-Legung, bitte. Mhm, sehr gerne, Emily. So, Emily, in der ersten Woche hast du manchmal so das Gefühl, du trittst auf der Stelle, du kommst nicht voran, ja, alles ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Ne? Mach dir keinen Kopf, das ist aber nur in der ersten Woche so. Ne? Mhm. Dann in der zweiten Woche lösen sich natürlich die Blockaden auf, ja, was wir jetzt in der ersten Woche gesehen haben. Und dann habe ich hier, was deine Lebensenergie betrifft, da hast du den Blumenstrauß liegen. Also da müsste es dir auf jeden Fall wieder richtig gut gehen. Also nach dieser Blockade wieder die positive Lebensenergie, das ist gut. Ja, also alles gelingt dir auch, was du dir vornimmst. Oh, in der dritten Woche kann es sein, dass du auch mal eine Reise planst, ja, oder eine Unternehmung, eine Aktivität. Ja, also irgendwas Schönes habe ich drin und ich habe positive Veränderungen im finanziellen Bereich. Und in der vierten Woche, da liegen zwar ein paar Unklarheiten, ja, das heißt, es geht um Emotionen, also Liebe, Freundschaft, Partnerschaft, habe ich also was Emotionales drin liegen und du hast Verschönerungen im häuslichen Bereich, also Deko, einfach machst es dir schöner, ja. Und dein persönlicher Glückstag ist der 16. November. Okay. Super, alles Gute dir, Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Vielen Dank, ciao. Danke auch, tschüss. So, liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die anonyme Beratung. Das bedeutet, man hört nur meine Stimme und Ihre Stimme wird ausgeblendet. Ja? So, und ich würde sagen, wir gehen dann auch in die ausführliche Beratung. Ja, da haben wir
natürlich etwas mehr Zeit. Da kann ich mir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen für Ihre Fragen. Und ja, alles, was Sie tun müssen, natürlich müssen nicht, aber würde ich mich freuen, unter der 0137 können Sie mich dann jetzt hier bei Astro TV erreichen. Und zwar anonym, 100% anonym und intensiv. Ja, jetzt bin ich gespannt. Es gibt natürlich auch wieder die 4-Wochen-Legung plus Glückstag, weil eben auch die 4-Wochen-Legung so gefragt ist bei mir, auch der Glückstag. Die Blockadenlösung, das betrifft jetzt nicht nur den Geldfluss, sondern allgemein. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel familiäre Probleme haben, partnerschaftliche Probleme oder vielleicht auch Probleme mit den Kindern, gibt es ja auch manchmal, dass man da irgendwie Konflikte hat, ja, oder vielleicht im beruflichen Bereich. Gibt es Schwierigkeiten? Vielleicht sind Sie arbeitslos geworden oder suchen gerade eine neue Arbeit. Dann gibt es auch Dinge, die Sie sich vielleicht gerne mal anschaffen möchten. Also überall, wo Sie das Gefühl haben, da sitzt eine Blockade, da ist es ein bisschen schwierig, das versuche ich eben für Sie zu lösen. Und zwar in den nächsten 4 Wochen. Das heißt, Sie sind 4 Wochen in meiner Blume des Lebens und ich arbeite dann mit dem Gebet, mit dem Ho'oponopono an Ihrer Energieblockade. So, ich habe natürlich auch meine Orakelkarten jetzt mitgebracht und mein Gefühl sagt, ich ziehe jetzt eine, ganz kurz. Dich erwartet ein Wunder. Vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden. Ein Wunder wird geschehen, liebe Zuschauer, für meinen, ich lege sie mal gerade hin, für meinen nächsten Anrufer. Also ich sage jetzt mal, die geistige Welt hat jetzt jemanden dort draußen ausgesucht, um ein Wunder zu bescheren. So, und auf was für ein Wunder warten Sie? Auf was warten Sie schon sehr, sehr lange? Haben Sie einen Wunsch auf dem Herzen? Ja? Geht es um emotionale Dinge, finanzielle Dinge, berufliche Dinge? Ganz egal, worum es geht. Oder vielleicht einfach wieder mehr Lebensenergie, Lebensfreude, ja? Mehr Leichtigkeit im Leben. Die Mutter Maria ist ja eine göttliche Energie. Und göttliche Energie ist ja die höchste Energieform, die es gibt. Und das betrifft jetzt meinen nächsten Anrufer. Vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden. Jetzt bin ich gespannt. Eine sehr, sehr schöne Karte, liebe Zuschauer, wenn es um das Thema Wunscherfüllung geht. Dich erwartet ein Wunder. Und da freue ich mich jetzt natürlich gleich auf meinen nächsten Anrufer, denn ich habe sie nicht zufällig gezogen, die Karte, sondern Schicksal. Genau, es ist eine schicksalhafte Karte, jetzt für einen ganz bestimmten Anrufer, der schon sehr, sehr lange auf ein Wunder wartet. Jetzt bin ich gespannt. Um was für ein Wunder geht es hier? Mutter Maria. Wer fühlt sich angesprochen? Und da geht es um eine Person, die schon sehr, sehr lange vielleicht in die geistige Welt betet und um eine Lösung bittet. Ja? Und jetzt ja, steht ja auch hier ganz schwarz auf weiß auf dieser Karte, deine Gebete wurden erhört. Ja, jetzt bin ich gespannt, um welche Person es geht, um was für ein Wunder es geht. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf meinen nächsten Anrufer. Ich bin gespannt. Mutter Maria, vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden. Und wie gesagt, Mutter Maria ist ja die höchste Energieform, die es gibt, die göttliche Energie. Ja, und für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Sabine Krause und ich arbeite schon sehr, sehr lange als spirituelle Beraterin, bin auch schon seit den Anfängen bei Astro TV dabei, also ja, so ziemlich am Anfang, genau. Komme zwar nicht so oft, aber regelmäßig, weil ich eben zu Hause auch sehr viel noch zu tun habe mit meiner Ernährungsberatung, arbeite auch zu Hause noch spirituell mit meiner schamanischen Arbeit, mit Seelenbilder malen und so weiter. Und wie gesagt, das ist nur ein ganz kleiner Einblick, wie ich zu Hause arbeite. Da habe ich natürlich etwas mehr Zeit zu Hause, ja, kann mich noch mehr auf Sie einrichten. Und natürlich gibt es jetzt noch Infos für Sie. Bleiben Sie dran.
Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, da bin ich wieder, liebe Zuschauer, und ich freue mich jetzt auf meinen nächsten Anrufer. Wie gesagt, hier geht es, wenn Sie gerade zugeschaltet haben, hier geht es um die Mutter Maria, ja? Dich erwartet ein Wunder, ja? Vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden, denn hier wird ein Wunder geschehen. Und wie gesagt, wenn ich Karten aus meinen Orakelkarten ziehe, dann ist es kein Zufall. Ja? Dann ist es auch Schicksal, dann hat das Universum dich ausgesucht, ja, dass ein Wunder geschehen soll. Also du hast schon sehr viel in die geistige Welt gebittet, ja, gebetet, dir zu helfen. Und jetzt wurdest du erhört, deine Gebete wurden erhört und die Mutter Maria hilft dir, deinen Weg zu deinem Wunsch zu finden. Also die geistige Welt, Mutter Maria, reicht dir die Hand und führt dich zu deinen Wünschen, zu deinem Traum, der wahr werden wird. Und es ist eine sehr, sehr schöne Karte, also eine sehr energetische Karte, eine mystische Karte. Mutter Maria, erwarte ein Wunder. Ich bin so gespannt. Ich bin schon sehr, sehr neugierig, um welchen Menschen es sich handelt. Bis jetzt war es wirklich immer so, wenn ich eine Karte gezogen habe, hat es immer 100% auf den Anrufer gepasst. Ich hatte zum Beispiel auch in der letzten Stunde eine Dame, die kam nach Hause, machte den Fernseher an, griff zum Telefon und kam direkt bei mir durch auf ein bestimmtes Thema, was ich auch ausgelegt hatte. Und es hat 100% auf sie gepasst. Und daran kann man ja schon sehen, dass diese Person auch ausgewählt wurde, ja, weil es eben auch 100% gepasst hat. Und hier bin ich mir auch ganz, ganz sicher, dass es 100% passen wird auf meinen nächsten Anrufer. Und vor allem, wir sind anonym. Also wenn es jetzt um ein prekäres Thema geht, wir können dieses Thema auch wirklich anonym besprechen. Ich werde Sie auch nicht beim Namen nennen. Das heißt, wir können uns auch Zeit lassen. Das ist auch sehr, sehr schön. Also ein bisschen mehr Zeit. Ja, natürlich darf ich den Zeitrahmen nicht sprengen. Ja, aber ich versuche Ihnen möglichst viele Infos eben mitzugeben. Ja. Zu dieser Karte gibt es natürlich nach wie vor die 4-Wochen-Legung plus Glückstag, die Blockadenlösung in allen Bereichen, wo Sie sich blockiert fühlen. Ja, Liebesorakel oder die 3-Monats-Legung. Natürlich in der 3-Monats-Legung kann ich nicht jede einzelne Woche auslegen. Das geht natürlich nicht, das würde den Zeitrahmen sprengen, aber jeden einzelnen Monat, das ist natürlich möglich. Ja? Und für diejenigen, die es kürzer mögen, gibt es natürlich die 4-Wochen-Legung plus Glückstag. Ja, meine Lieben, bis 22 Uhr bin ich jetzt noch da und es gibt die Mutter Maria jetzt hier bei mir. Erwarte ein Wunder. Sie sehen es ja hier schön eingeblendet. Ja? Vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden. Ich hoffe, meine Gebete werden jetzt auch erhört, dass ich mich jetzt riesig freuen würde, wenn diese Person, die richtige Person jetzt bei mir durchkommt und das Wunder sich abholt. Ich bin wirklich schon sehr, sehr neugierig, um was für ein Wunder es sich handelt. Und ich denke, Wunder, das wünschen wir uns ja alle. Träume, Wünsche haben wir alle. Und ja, das kann jetzt was Kleines sein, aber für sie mächtig groß in der Bedeutung. Ja, es kann aber auch was ganz was Großes sein. Ich weiß es nicht. Wir sind hier nicht themengebunden. Es geht hier um ein Wunder. Und ein Wunder, das kann so vieles sein, was sie sich wünschen oder worauf sie schon sehr, sehr lange warten. Ja, und das Schöne ist, dass wir 100% anonym sind. Das heißt, wir können in Ruhe, intensiv über Ihr Thema sprechen. Tja, jetzt wird spannend. Ja, liebe Zuschauer,
Ich kann immer nur erzählen, aber eigentlich bin ich ja zum Beraten da. Aber ich werde es nochmal erzählen, weil es gibt ja immer Menschen, die zuschalten, die sich fragen, oh, was ist denn hier los? Was wird denn hier gerade angeboten? Und es gibt auch Menschen, die wieder gehen. Und für die Menschen, die jetzt gerade dazugekommen sind, möchte ich gerne sagen, dass ich eine mystische, magische Karte gezogen habe, eine göttliche Karte, und zwar dich erwartet ein Wunder. Vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden. Und das ist natürlich eine Karte, sieht man ja nicht so oft, ne? Deshalb hat sie auch eine Bedeutung, aber jede Karte hat ihre Bedeutung, aber diese Karte hat eine besondere Bedeutung. Da wirkt die göttliche Mutter Maria ein und wird dir helfen, zu deinem Weg zu finden, zu deinem persönlichen Wunder. Deine Gebete sind erhört worden. Vielleicht hast du schon sehr, sehr oft im stillen Kämmerchen verzweifelt in die göttliche Welt gebetet. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt reicht dir Mutter Maria die Hand und führt dich zu deiner Lösung, ja, zu deinem Wunder, zu deiner Erlösung. Ja, man weiß ja jetzt nicht, worum es geht, aber du wirst hier von deinen Problemen erlöst werden. Ist doch eine wunderschöne Vorstellung, wenn man sich vorstellt, gestern war noch Katastrophe angesagt, ja, und jetzt ein paar Tage später ist plötzlich die Lösung da. Ist doch eine schöne Vorstellung, und darum geht es hier. Ja, es geht um deine Gebete, die jetzt erhört werden oder erhört worden sind. Ja. Du wirst ja von der geistigen Welt ausgewählt, und die Person, die jetzt bei mir durchkommt, genau diese Person hat Mutter Maria ausgewählt, und dich erwartet ein Wunder. Sie werden sich wundern, was in ihrem Leben sich alles verändert, verbessert. Vielleicht gibt es große finanzielle Sorgen, oder es gibt menschliche Schwierigkeiten mit Familie, Freunden, Bekannte, Kinder vielleicht, ja, wo man keine Kontakte mehr hat, weil man sich irgendwie im Streit auseinandergegangen ist. Dann gibt es auch die berufliche Seite. Vielleicht hat man durch die Corona-Krise einen Arbeitsplatz verloren und ist auf der Suche nach was Neuem, dadurch in ein finanzielles Desaster gerutscht. Ja, vielleicht haben sie ein Eigentum, wo sie Schwierigkeiten haben durch die Arbeitslosigkeit. Also es gibt ja so viel Leid auf dieser Welt. Ja. Und da tut ein kleiner Lichtblick, wie zum Beispiel die Mutter Maria, sehr, sehr gut. Ja, wenn man weiß, oh, es gibt ja doch noch Hilfe aus der geistigen Welt. Und Mutter Maria hat dir zugehört, ja, und vertraue darauf, dass deine Gebete jetzt erhört werden. Also du siehst es hier schwarz auf weiß, und ich habe vorhin die Karte ganz spontan aus dem Kartendeck gezogen, und das ist kein Zufall, das ist Schicksal. Jede Handlung, ja, die man tut, ist für mich auch Schicksal. Die sollte so sein. Und wer ist von diesem Schicksal jetzt betroffen? Ich bin gespannt. Da muss es jemand geben, der sich angesprochen fühlt. Vielleicht trauen Sie sich noch nicht so richtig. Ja? Vielleicht glauben Sie gar nicht mehr so an das Gute, an das Wunder, an die Erlösung. Aber sie wird kommen. In welcher Form, um was es hier geht, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Das Thema, wir sind ja auch nicht themengebunden. Also da steht ja jetzt nicht drauf die Liebe, Finanzen, Beruf, Familie, sondern es geht um dein persönliches Thema. Um jemand ganz Bestimmtes. Trau dich. Wenn nicht jetzt, wann dann, liebe Zuschauer? Jetzt ist der richtige Moment, um das Wunder abzuholen. Und da hat es jemand geschafft. Ich freue mich riesig. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Hallo.
Hallo, grüß dich. Sehr gerne. Hast du denn gesehen, was ich für dich gezogen habe? Ja, super. Fühlst du dich angesprochen? Super, das freut mich. Das ist toll. Auf was für ein Wunder wartest du denn, wenn ich fragen darf? Ja, okay. Dann wird der... Ja, das wird dann auch so sein, weil du bist ja ausgewählt worden und du bist durchgekommen bei mir. Ja, sehr schön. Also pass auf, ich kann dir auch ein bisschen was dazu sagen. Ich habe im ersten Monat, das ist jetzt der November, ja, habe ich bei dir sehr viele Aktivitäten liegen. Ja, das heißt, es kann auch mal sein, dass ihr wegfahrt, ja, dass du zu ihm, er zu dir oder auch du bist aktiv. Ja, also ich sehe dich sehr, sehr aktiv im November liegen. Ein paar Unklarheiten lösen sich auf. Hier liegt nämlich die Unklarheit und da kommt Bewegung rein. Na, ich habe einmal den finanziellen Aspekt hier sehr positiv liegen und du hast hier auch vom Gefühl, also hör sehr viel auf dein Bauchgefühl bitte. Ja? Lass nicht so viel den Kopf sprechen, ja? Die Vernunft sagt man so schön, ja? Sondern hör immer auf dein erstes Gefühl, weil du bist ein sehr intuitiver, spiritueller Mensch. Ja? Das habe ich im November. Im Dezember ist es so, dass es auch sehr viel wieder um das Emotionale geht. Na? Da stabilisiert sich das so langsam, ja? Da bleibt es auch stabil. Du hast zwar hier manchmal so ein bisschen Stress, nervlich, so Belastungen, ja, wo du ein bisschen unruhig bist, das blockiert dich manchmal so ein bisschen, ne, an deiner Energie, aber trotzdem hast du die Harmonie im Dezember liegen, also du müsstest ein sehr schönes Fest auch haben im Dezember, ja. Ja, und im Januar, da geht es dir richtig gut. Da hast du Einladung, da hast du Freude, da hast du viele Gespräche, ja. Da hast du schicksalhafte Reise, Kurztrip, Aktivitäten liegen. Also da bist du sehr mobil und sehr aktiv, ja, im Januar. Und genieße es, weil da geht es dir richtig gut. Und wie gesagt, ich habe dir ja die Mutter Maria gezogen, ja. Und diese Karte bedeutet, vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden. Das heißt also, um das, was du mir gerade gesagt hast, was du gebeten hast, ja, schon sehr lange, das wird sich auch erfüllen. Super. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, dass du durchgekommen bist und dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke. Wow, das hat jetzt natürlich wunderbar gepasst. Ist natürlich eine anonyme Beratung. Das ist natürlich klar, da hören Sie jetzt nichts, aber es hat wirklich 100% gepasst. Und mein Gefühl sagt auch nochmal, eine Karte zu ziehen. Ja. Oh, das ist natürlich auch eine sehr schöne Karte. So, aber erstmal eine Info. Wir haben natürlich wichtige Informationen für Sie, liebe Zuschauer, und die entnehmen Sie hier unten im Laufband. Und jetzt kommt wieder was Überraschendes auf Sie zu. Und zwar schauen Sie sich mal die unsterbliche Liebe, also zwei Dinge. Ich habe einmal die Liebe liegen, also du wirst auf jeden Fall auf deine unsterbliche Liebe stoßen. Ja, du wirst sie kennenlernen oder hast sie schon kennengelernt. Und dann die Wünsch-dir-was-Karte. Das ist auch ein magischer Augenblick. Wünsch dir was und genieße, wie es sich verwirklicht. Ja? Also irgendwie habe ich das Gefühl, es geht hier um Wunscherfüllung. Es geht darum, dass die Gebete erhört werden. Ja? Also es ist eine sehr schöne Stunde, finde ich, weil ich auch sehr, sehr schöne Karten für Sie hier hier liegen habe und auch ziehe. Und wie gesagt, das ist ein magischer Augenblick. Ja? Wünsch dir was und genieße, wie es sich verwirklicht. Und hier auf der Karte sieht man ganz schön, wie Sie sich jetzt schon mit der geistigen Welt verbinden, beziehungsweise die geistige Welt verbindet sich mit dir. Und wichtig ist natürlich, wenn du zu mir durchkommen möchtest, wenn du sagst, wow, das sind meine Karten, dann denke bitte an deinen Wunsch, ja, damit sich der Wunsch dann auch umgehend erfüllen kann. Ja. Das heißt also, ganz egal, um welchen Wunsch es geht, kleine Wünsche, große Wünsche, es ist wirklich nicht relevant, die Größe, sondern es geht um deinen persönlichen Herzenswunsch. Ja, also nicht bescheiden sein, also ruhig sich den Wunsch wünschen, den Sie auf dem Herzen haben. Und wie gesagt, es ist ein magischer Augenblick und dein Wunsch wird sich erfüllen. Und natürlich die Liebe dürfen wir nicht außer Acht lassen. Die Liebe ist natürlich auch noch ein ganz, ganz großes Thema bei meinem nächsten Anrufer. Ja? Entweder schon kennengelernt oder vielleicht auf dem Weg kennenzulernen oder Sie sind jetzt schon in einer glücklichen Beziehung und da kann man nur sagen, das ist die unsterbliche Liebe und diese Beziehung wird auch halten. Ja? Und dann natürlich
dürfen Sie sich noch etwas wünschen. Das ist doch, ja, finde ich, eine tolle Sache. Eine sehr, sehr schöne Kombination, wenn man weiß, okay, Familie und Liebe passt. Und das wird auch stabil bleiben. Oder ich werde jemanden kennenlernen. Und dann darf ich mir sogar noch etwas wünschen. Also, was du dir auf jeden Fall nicht wünschen brauchst, ist die Liebe, weil die haben wir schon. Ja? Das, und wir haben natürlich noch Infos für Sie. Bleiben Sie dran. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Hier bin ich wieder, liebe Zuschauer. Und jetzt geht es weiter. Und gerade hatte ich ja erwähnt, was Sie sich nicht wünschen brauchen. Ja, also wenn Sie vielleicht 2, 3 Wünsche haben, das ist die Liebe. Also für die Liebe brauchen Sie keine Wunscherfüllung, denn die Liebe ist jetzt hier schon erfüllt. Das heißt also, du wirst auf jeden Fall eine glückliche, unsterbliche Liebe an deiner Seite haben. Ja, aber hier liegt noch die Wunscherfüllung. Ja, das heißt also, du darfst dir etwas wünschen. Ganz egal, was du auf dem Herzen trägst, ist es eine finanzielle Sache, wo du sagst, das möchte ich mir schon lange anschaffen, vielleicht mal einen Umzug oder ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung oder vielleicht auch ein neuer Job, ja, oder vielleicht auch Vitalität, vielleicht fühlen sie sich immer so ein bisschen müde, so ein bisschen schlapp, so ein bisschen energielos, ja, und sie möchten einfach wieder mehr Schwung und Freude im Leben haben, ja. Ganz egal, um welchen Wunsch es geht, dieser Wunsch wird in Erfüllung gehen. Ja, ich bin gespannt, wer jetzt bei mir durchkommt, denn das ist ein magischer Augenblick. Und ich denke, Wünsche haben wir doch alle. Ja? Also ich wüsste da schon, was ich mir wünschen würde, aber das ist jetzt Ihre Karte. Das heißt also, nicht mein Wunsch, sondern Ihr Wunsch. Ich wünsche mir nur, dass mein nächster Anrufer mit Freude dann aus diesem Gespräch geht. Durch die Wünsch-dir-was-Karte. Dies ist ein magischer Augenblick. Wünsch dir was und genieße es, wie es sich verwirklicht. Und es dauert auch nicht mehr lange, weil du bist jetzt hier schon mit der geistigen Welt verbunden. Also den Impuls müsstest du eigentlich jetzt schon bekommen für diesen Wunsch oder für diesen Drang. Ich möchte diese Karte haben. Ich habe hier einen großen Wunsch und den hätte ich gerne erfüllt. Kann um emotionale Dinge sich handeln, um Familie, Kinder, Freunde oder vielleicht möchten Sie jemanden etwas wünschen. Das geht natürlich auch, wenn Sie sagen, ich kenne jemanden, der braucht ganz, ganz dringend Hilfe. Das geht natürlich auch. Ja? Und wie gesagt, die unsterbliche Liebe. Das ist jetzt auch eine Karte, wo es wirklich um die Liebe geht. Und die wird richtig stark sein, die Liebe, unabhängig von den äußeren Situationen. Steht ja auch schwarz auf weiß drauf. Ganz egal, was Sie erlebt haben schon zusammen oder was Sie gerade erleben oder durchmachen, diese Liebe währt ewig. Und wenn es eine neue Liebe gibt, dann wird es die unsterbliche Liebe. Und ich denke, das wünschen wir uns alle, unseren Seelenpartner, unsere unsterbliche Liebe. Und dann zusätzlich noch einen Wunsch zu haben, das ist ja auch wunderbar. Aber bitte nicht vergessen, wenn Sie sich einwählen, dieser Wunsch, bitte an diesen Wunsch zu denken. Was Sie natürlich noch bekommen, ist die 4-Wochen-Legung plus Glückstag. Ja, da schaue ich dann in jede einzelne Woche rein. Vielleicht sieht man da auch schon das Thema Liebe oder diesen Wunsch, den Sie sich wünschen. Den können Sie sich ja mir anvertrauen, den Wunsch, weil wir sind ja anonym. Ja, 100% anonym, man hört nur meine Stimme. Ihre Stimme wird ausgeblendet. Wir haben auch etwas mehr Zeit für die Beratung. Wir müssen jetzt nicht ganz, ganz schnell machen, sondern wir haben durch die intensive Beratung etwas mehr Beratungszeit. Ja, und dann gibt es die Blockadenlösung. Da habe ich ja schon erklärt, dass ich jede Form von Blockaden eben mit meiner schamanischen Arbeit lösen kann zu Hause. Ja, das Liebesorakel, da geht es ganz speziell um die Liebe oder eben auch die 3-Monats-Legung. Und da geht es um jeden einzelnen Monat, nicht um Wochen, das wäre zu viel, sondern um jeden einzelnen Monat, also von jetzt November bis Januar. Jetzt sehen Sie die Karten nochmal eingeblendet. Schauen Sie mal, liebe Zuschauer, wünsch dir was. Dies ist ein magischer Augenblick. Und wünsch dir was und genieße, wie es sich verwirklicht.
ja, dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Ganz, ganz sicher. Und es dauert auch nicht mehr lange, weil das Universum sich schon mit dir verbunden hat. Und die unsterbliche Liebe. Ja? Das ist jetzt ein ganz, 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 ganz großes Ding, was hier liegt, liebe Zuschauer. Also ein magischer Augenblick. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Und wie Sie mich erreichen, sehen Sie ja hier unten eingeblendet. Sie haben natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Die sehen Sie hier drüben eingeblendet. Die 0900 508 5000 ist die Nummer auch zu einer intensiven anonymen Beratung. 24 Stunden am Tag finden Sie da eine große Anzahl von Beraterinnen und natürlich auch in verschiedenen Themenbereichen, in Astrologie, Numerologie oder vielleicht Tierkommunikation zum Beispiel, ja, habe ich schon mal gesehen, und Kartenlegen in verschiedenen Kartendecks wie Lenormand-Karten, Orakelkarten. Ja, also die Auswahl ist riesengroß. Probieren Sie es, wir freuen uns. Auch ich bin über Questico erreichbar. Jeden Tag von 8 bis 23 Uhr, natürlich mit Pausen, weil ich noch nebenzu eben auch mit der Ernährungsberatung arbeite. Und mit meiner schamanischen Arbeit, mit der Energiearbeit, Seelenbilder malen natürlich auch. Ja. Und die Blockadenlösung, die mache ich immer morgens. Ja. Das heißt, für die nächsten 4 Wochen löse ich dann die Blockaden auf. Immer morgens arbeite ich an den Energieblockaden. Aber jetzt bin ich hier live, liebe Zuschauer. Ich bin nicht allzu oft da, aber regelmäßig. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich da bin und Sie beraten darf und Ihnen die Karten zeigen kann, was ich ja zu Hause nicht kann. Aber hier kann ich Ihnen die Karten zeigen, was ich für Sie gezogen habe. Und hier geht es um Ihren persönlichen Wunsch. Ein großer Wunsch geht in Erfüllung, weil das ist ein magischer Augenblick und die unsterbliche Liebe. Wow, das ist natürlich eine ganz tolle Kombination. Ich kann natürlich auch, das kann ich Ihnen jetzt auch gerne noch anbieten, wenn Sie gerne mit Ihrem Partner in mein schamanisches Buch möchten. Das geht natürlich auch. Dann nehme ich Sie beide rein und dann versuche ich eben, Ihre Schwierigkeiten, Ihre Energieblockade zu lösen. Also ich kann natürlich nichts versprechen. Ich mache keine Zusammenführungen oder irgendwelchen Hokuspokus. Ja. Zusammenführen ist ja auch negativ. Etwas, was nicht zusammengehört, zusammenführen, ist ja für mich keine positive Energie, sondern ich versuche eben, die Blockaden zu lösen und dann wird man sehen, ja, ob sie zusammengehören. Ne? Ja, ich bin gespannt. Wünsch dir was. Dies ist ein magischer Augenblick und genieße, wie es sich verwirklicht. Ja, wünsch dir was. Was für einen Wunsch hast du auf dem Herzen? Ich bin mir sicher, da gibt es bestimmt einiges da draußen. Da schwirren einige Wünsche durchs Universum. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Schön, Maria. Das freut mich. Fühlst du dich angesprochen von den Karten? Ja? Oh, das ist ja ein großer Wunsch, ne? Aha, okay. Und natürlich betrifft das auch die Liebe. Das würde ja dann auch zusammenpassen. Ne? Super, dann passen die Karten wunderbar auf dich. So, möchtest du gerne die 4-Wochen-Legung, Blockadenlösung, Liebesorakel oder die 3-Monats-Legung? Mhm. Okay, das schauen wir mal, wann das kommt. Ja? Gut, dann lege ich das mal aus. Ja, also der November... Der liegt noch ein ganz klein bisschen blockiert. Du hast manchmal das Gefühl, du kommst nicht vom Fleck. Ja? Da liegt hier eine Blockade, da eine Blockade und irgendwie alles ein bisschen schwierig. Ja? Das habe ich aber nur Anfang November. Das Ganze müsste sich dann bis Mitte November auflösen. Da hast du dann den Erfolg angezeigt, ja? Die Klarheit. Du hast hier auch nervliche Belastungen lösen sich auf. Also es müsste so langsam Richtung positive Entwicklung gehen. Also du wirst das im November schon langsam merken. Ja? Dann im Dezember sieht es sehr schön aus. Da habe ich dein Herzmann, ja, worüber mir gerade genau. Dann habe ich das Glück hier angezeigt. Also er kommt mit positiven Dingen auf dich zu. Es liegt auch die Harmonie, Liebe und plötzliche Überraschung, was mit ihm zu tun hat. Also ich denke mal, im Dezember hast du sehr viel mit ihm zu tun. Ja, das auf jeden Fall mit dem Herzmann. Dann im Januar machst du beruflich noch was?
Weil ich habe hier nämlich eine Aktivität liegen. Also entweder hilfst du jemanden, ja, oder du bist selber sehr aktiv oder irgendein großes Hobby, was du hast. Ja. Auf jeden Fall liegt hier eine sehr, sehr große Aktivität im Januar. Also du bist irgendwo dran, etwas zu erschaffen, etwas zu machen. Ja. Du wirst also aktiv, du bist viel draußen, du fühlst viel Kommunikation mit Menschen. Ne? Und ich habe auch die Partnerschaft angezeigt. Also wie gesagt, dein Wunsch wird auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Ja. Natürlich, natürlich. Eben, und deshalb, schau mal, ich habe die Karte Wünsch dir was, also dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Richtig, ich habe die unsterbliche Liebe gezogen. Ah, super, wahr. Ja, ja, genau. Nee, also das sieht ganz gut aus, dein Wunsch geht in Erfüllung. Danke auch und alles Gute. Tschüss, tschüss. So, meine Lieben, das hat jetzt wunderbar funktioniert, hat auch wieder 100% gepasst, ja. Und ich freue mich natürlich jetzt gleich auf meinen nächsten Anrufer. Wie gesagt, wir haben die 4-Wochen-Legung plus Glückstag, die Blockadenlösung in allen Themenbereichen, was Sie sich wünschen, das Liebesorakel und die 3-Monats-Legung. Jetzt bin ich gespannt. Wer wird mein nächster Anrufer sein? Ich bin noch bis 10 Uhr für Sie da. Dann komme ich noch mal von 23 bis 24 Uhr und dann erst morgen Nachmittag wieder. Das ist dann auch mein letzter Tag morgen. Also wenn Sie mit mir jetzt noch sprechen möchten, können, Zeit haben, dann haben Sie jetzt noch die Möglichkeit. Freue ich mich auch sehr drüber, da ich ja nicht so oft da bin. Freue ich mich natürlich umso mehr, mit Ihnen hier über Astro TV sprechen zu dürfen. Und wie Sie mich erreichen, sehen Sie ja hier unten eingeblendet. Mein Name ist Sabine Krause, für die mich noch nicht kennen. Und wie gesagt, ich arbeite schon seit den Anfängen bei Astro TV, bin schon sehr lange spirituelle Beraterin, psychologisch geschult, Motivationstrainerin, Huna-Schamanin und auch Ernährungsberatung. So, und jetzt würde ich Sie gerne ganzheitlich und lösungsorientiert beraten und das Ganze sogar anonym und intensiv. Für alle, die anonym nicht kennen, man hört nur meine Stimme und Ihre Stimme wird ausgeblendet. Ja, bis 10 Uhr können Sie mich jetzt noch erreichen, also bis 22 Uhr. Und dann gehe ich erstmal in eine Pause. Ich gebe Ihnen jetzt noch was Schönes auf den Weg mit. Und da haben wir ein Geschenk bekommen. Also das ist ja eine wunderbare Stunde und hier geht es um ein Geschenk. Das kann jetzt ein Geldgeschenk sein. Das ist die letzte Beratung jetzt. Dann ist es die Liebe. Das ist eine absolute Glückskarte. Etwas Angenehmes kommt auf dich zu. Eine Wunscherfüllung kommt auf dich zu. Lebensfreude. Alles läuft wie am Schnürchen, steht hier schwarz auf weiß auf der Karte. Das heißt, für meinen nächsten Anrufer wird alles wie am Schnürchen laufen. Ja, ein Geschenk kommt auf dich zu. Vielleicht ein Geldgeschenk, ein emotionales Geschenk. Auf jeden Fall läuft alles wie am Schnürchen. In meiner letzten Beratung, also ist das natürlich jetzt eine sehr, sehr schöne Karte für meine letzte Beratung. Da freue ich mich jetzt auch gleich, wenn es klingelt, für meinen nächsten Anrufer. Wer fühlt sich angesprochen? Ein Geschenk. Wer wünscht sich ein Geschenk? Wünschen wir uns doch alle, ja? Aber da geht es um ein ganz bestimmtes Geschenk, worauf du schon sehr, sehr lange wartest. Ja, schauen Sie sich mal diese Karte an. Glückskarte. Alles läuft wie am Schnürchen. Wunscherfüllung, ja? Anerkennung, Aufmerksamkeit, Lob, Lebensfreude, ja? Ein Geldgeschenk. Alles läuft mühelos, ja? Eine super Karte, liebe Zuschauer. Und das jetzt in meiner letzten Beratung. Alles läuft wie am Schnürchen. Und ich denke mal, das kann man jetzt ganz gut brauchen. Es ist ja einiges gewesen jetzt so in der letzten Zeit. Und ich denke, dass viele den Wunsch haben, dass es wie am Schnürchen läuft. Ja? Dass Wünsche in Erfüllung gehen. War jetzt eine sehr schöne Stunde. Da ging es sehr viel um die Wunscherfüllung. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Sabine. Ja, guten Abend, hier ist die Hildegard. Ha,
Hallo Hildegard, bleib mal bitte kurz dran. Ja, ich muss mich verabschieden, liebe Zuschauer. Ich möchte mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Ich bin ab 23 Uhr nochmal für Sie da für eine Stunde. Alles Liebe, Ihre Sabine Krause. So, ich bin bei dir.